Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bookopolis. Und heute habe ich für euch wieder Lesemonate, und zwar Juli und August. Und in diesen Monaten habe ich zusammen 5 Bücher gelesen. Im Juli waren es 2, im August waren es 3. Aber ich kann euch nicht, also das Video wird wahrscheinlich etwas kürzer ausfallen, weil ich einfach ein Buch weniger gelesen habe und 2 Bücher zu einer Reihe gehört haben. Dementsprechend waren es im Grunde weniger Geschichten oder weniger Geschichten, die ich jetzt gelesen habe. Aber es waren wirklich tolle Bücher dabei und wenn ihr interessiert seid, bleibt doch gerne dran. So, von diesen 5 Büchern ist tatsächlich nur ein Printbuch gelesen worden und das im August und das auch zum Ende August. Manche von euch erkennen es wahrscheinlich schon anhand des Farbschnittes, andere vielleicht nicht, aber spätestens, wenn ich euch das Buch zeige, wisst ihr, wovon ich rede, und zwar The Darkest Gold. Und falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann solltet ihr unbedingt euch mal den ersten Band, eine Leseprobe durchlesen, den Klappentext durchlesen, denn alle, die gerne Romantasy lesen, mit so ein bisschen Dark Romance Touch, wirklich richtig tolle Reihe. Ich bin auch gerade dabei, diese Reihe wirklich bis zum aktuellen Band zu lesen, denn ich glaube, der letzte erscheint Oktober, November, Dezember. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber es dauert noch ein Weilchen. Dementsprechend versuche ich die Reihe zumindest auf den aktuellen Stand zu bringen und bis Band 5 lesen. Das, was ich hier jetzt in der Hand habe, ist Band 3. Ich habe vor Monaten Band 1 und 2 auch am Stück gelesen, weil mir die Reihe, zumindest der Auftakt, sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, hey, es wird höchste Zeit. Ich wollte auch einfach wieder Fantasy, Romantasy lesen und habe gedacht, hey, ich greife jetzt einfach zu dieser Reihe. Vor allem, weil ich dachte, ich kann dann auch mehrere Bände am Stück lesen. Jetzt nehme ich das Buch vorweg, weil es das einzige Printbuch ist. Das habe ich, wie gesagt, im August gelesen und es hat mir ziemlich gut gefallen. Der dritte Band war wieder super spannend. Es ist viel passiert. Wir haben am Ende super rasant fortschreitende Story. Ich würde sagen, mit Band 3 findet ein bestimmter Abschnitt des Buches so ein gewisser Teil endet und mit Band 4 beginnt dann was. Ich würde jetzt nicht sagen Neues. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne zu spoilern. Auf jeden Fall passiert hier, haben wir das Gefühl eines richtigen Showdowns am Ende. Aber die Geschichte ist natürlich noch nicht fertig erzählt, denn es gibt noch Fragen und viele Dinge, die gelöst werden müssen. Und dementsprechend war aber Band 3 ein wirklich sehr, sehr tolles Buch. Man hat die Länge ein bisschen gespürt mit 648 Seiten. Aber es ging. Also ich bin schon schnell vorwärts gekommen. Besonders so die letzten 200 Seiten habe ich wirklich weggesuchtet an einem Stück. Es war sehr, sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Die Charakterentwicklung. Wir bekommen also neue Charaktere finden. Beziehungsweise Charaktere, die wir schon mal in der Geschichte, in den ersten 2 Bänden mal von denen gehört haben, finden hier einen größeren Raum und auch in der weiterführenden Geschichte immer mehr. Wir haben hier auch, glaube ich, ein paar mehr Sichten als im Band 1 und Band 2, aber ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Also wir lesen hier nicht nur aus Aurens und Midas Sicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt aus Midas Sicht lesen in diesem Teil. Aber wir lesen auch noch aus ein paar anderen Perspektiven, was die Geschichte super interessant macht. Ich bin momentan immer noch sehr in dieser Welt gefangen und ich liebe The Darkest Gold. Sehr, sehr große Empfehlung. Vor allem, wenn man so ein bisschen Romantasy lesen möchte, wirklich für ein etwas älteres Publikum. Also jetzt nicht Jugendbuch-Fantasy. Ich würde es eher in Richtung New Adult, vielleicht sogar schon fast Erwachsenen-Fantasy einordnen. Einfach wegen dem darken Anteil, der hier zwar nicht so extrem ausgeprägt ist, wie das so üblich in Dark Romance ist, aber es gibt so diese dunkle Linie, die auch hier sich durchzieht und Themen, die hier angesprochen werden, die auf jeden Fall zu dem Thema, also zu dem Genre Dark Romance zählen. Mit halt dem Fantasy-Einschlag hat mir das sehr, sehr gut gefallen. The Darkest Gold ist eine große Empfehlung von mir. Falls ihr die Geschichte gar nicht kennt, im dem ersten Band startet die Geschichte mit Auren. Sie ist der goldene der goldene Sattel, die Favoritin des König Midas, der alles, was er anfasst, zu Gold verwandelt. Es geht hier super viel um
politische Sachen mit anderen Königreichen. Und auch der Romance-Anteil kommt hier überhaupt nicht zu kurz, nimmt auch einen großen Teil der Geschichte ein. Die ersten Seiten von The Darkest Gold, dem ersten Band, sind super kontrovers und super heftig. Ich habe schon so oft gehört, dass Leute das genau deswegen abgebrochen haben. Es geht nicht so weiter, aber es ist trotzdem, man kann denken, dass dieses Buch halt, also diese Geschichte, also mit nichts hinterm, wie nennt man das, dass die Geschichte einfach nichts zurückhält und dass wir hier auch einen teilweise groben Umgang zwischen Charakteren haben. Also wirklich nichts unbedingt für schwache Nerven. Also wirklich, ihr solltet zumindest Interesse an Dark Romance haben, weil wirkliche Themen einfach vorkommen, die mit den Büchern auch teilweise heftiger werden. Dementsprechend, aber große Empfehlung von mir. Ich habe es so geliebt. Um einigermaßen chronologisch zu bleiben, mache ich jetzt einfach weiter. Ich gehe jetzt ein Stück zur Seite, weil hier werde ich euch jetzt was einblenden. Mache ich einfach weiter im August. Und zwar habe ich im August Binding 13 und Keeping 13 gelesen. Ich blende euch beide Cover ein. Ich werde jetzt einfach über beide Bücher zusammensprechen. Ich habe Binding 13 kurz vorm Urlaub begonnen, dann auch im Urlaub beendet und habe dann zu Hause mit Keeping 13 angefangen, weil Binding 13 hat mich so überzeugt gehabt, dass ich unbedingt den zweiten Band hinterherlesen musste. Diese Reihe hat auch dafür gesorgt, dass ich wieder Lust habe, Reihen am Stück zu lesen. Ich hätte am liebsten die Boys of Tommen-Reihe komplett durchgesuchtet. Leider sind nur diese ersten zwei Bände bisher auf Deutsch erschienen. Ich glaube, der nächste Band, der dritte Band der Reihe, erscheint jetzt im Oktober. Jetzt, also bald im Oktober. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe beide, wie gesagt, als E-Book gelesen. Binding 13 habe ich über Kindle Unlimited noch gelesen. Da hatte ich das noch gehabt eine Weile. Und Keeping 13 gab es dann nicht mehr über Kindle Unlimited. Da habe ich mir das E-Book gekauft. Und ich musste es lesen. Und ich freue mich so auf die... Also Binding 13 und Keeping 13 bespricht ein Pärchen. Also die Bücher hängen zusammen. Man kann Keeping 13 nicht unabhängig von Binding 13 lesen. Die Geschichte, die aber dann danach kommt, geht um die Charaktere aus diesen ersten zwei Bänden. Ich weiß gar nicht, wie der dritte Teil heißt. Aber auch da würde ich euch tatsächlich empfehlen, mit Binding 13 anzufangen, weil man auch super viel über diese ganze Freundesklicke und Sport, über diesen ganzen Sportclub da mitbekommt. Das heißt, kann sein, dass euch Infos fehlen werden, das weiß ich halt noch nicht, ich habe den dritten noch nicht gelesen, aber grundsätzlich, Leute, ich empfehle euch diese Reihe, ich fand sie fantastisch. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Buch, ein Romance-Buch, ich würde eher sagen Young Adult, weil die Protagonistin 17 ist, oder ist sie, ja, ich glaube, sie ist 17, oder ist sie 15? Ich glaube, sie ist 15 sogar. Es ist Young Adult, aber es hat sich so wunderbar gelesen. Leute, ich glaube es nicht. Der Schreibstil von Chloe Walsh, ja, ist fantastisch, wirklich. Ich habe es so geliebt. Und ich meine, die Bücher haben um die 1000 Seiten, beide. Also insgesamt 2000 Seiten ungefähr, plus ein paar zerquetschte. Trotzdem, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass eine einzige Seite zu viel war. Es hat sich nicht gezogen angefühlt. Ich hatte kein Gefühl, dass irgendwie Längen drin gewesen wären. Ich habe jede Seite geliebt und inhaliert. Wirklich ein Highlight. Und dementsprechend große, große Empfehlung von mir. Ja, und dann kommen wir schon zu dem Juli und die letzten zwei Bücher. Und zwar habe ich zum einen eine Reihe beendet, die ich auch als E-Book gelesen habe. Und zwar Possessed. Das ist der zweite Band zu Obsessed. Das ist eine Stalking-Dark-Romance-Geschichte. Habe ich als E-Book mir gekauft. Ich glaube, die waren auch gar nicht so teuer. Irgendwas zwischen 3 und 5 Euro. Beide Bücher jeweils. Und ja, ich fand es super interessant. Habe den ersten Band mir mal geholt, habe ihn angefangen zu lesen, habe ihn beendet, habe mir direkt den zweiten gekauft. Habe den zweiten dann aber Ewigkeiten liegen lassen. Habe gedacht, okay, ich wollte ja dann mehr auf meinem Kindle wieder lesen und habe dementsprechend dann endlich mal Possessed gelesen. Und es hat mir ganz gut gefallen. Es ist eine tolle Geschichte. Es ist ein leichtes Dark Romance, also tatsächlich auch für Leute, die nicht unbedingt gerne Dark Romance lesen, aber sich mal rantasten möchten an das Genre oder einfach es noch nicht probiert haben und sich rantasten möchten. Da ist wirklich diese Reihe eine ganz gute Reihe, weil es nicht zu... Es hat nicht so ganz diesen extremen Sog. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass am Ende von Band 1
etwas passiert, dass ich das, bei dem ich aber das Gefühl hatte, dass im Band 2 nicht mehr ganz so stark aufgegriffen wird und diese Thematik so ein bisschen sich verläuft, ohne dass es dazu dann irgendwie noch mal groß was erzählt wird. Aber es hat mir ganz gut gefallen und ist ein guter Read für zwischendurch gewesen. Ich weiß nicht, 3,5 Sterne ungefähr würde ich diesem Buch geben. Der erste Band hat mich da so ein bisschen mehr gecatcht, aber an sich eine gute Dilogie. Ich glaube, es ist auch damit beendet. Und ja, also eingeschränkte Empfehlung. Also grundsätzlich gerne lesen, vielleicht mal einfach eine Leseprobe lesen, vielleicht mal, es gibt auch Hörbücher dazu, einfach mal reinhören, ob das so einem passt vom Schreibstil. Und an sich ist es eine Dark Romance-Geschichte, die aber wirklich sehr leicht Dark Romance ist. Und das letzte Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, war ein Rezensionsexemplar über NetGalley. Und zwar gab es bei NetGalley Lonely Heart von Mona Kasten. Und ich habe ja Fallen Princess, glaube ich, hieß das Buch, von ihr sehr geliebt. Begin Again hat mich ja so ein bisschen enttäuscht, dafür, dass es ein Lieblingsbuch von so vielen Leuten ist. Fand ich es eher durchschnittlich, habe es aber mit Lonely Heart nochmal probiert und Leute, Lonely Heart hat mich überzeugt. Ich liebe diese Geschichte. Ich war drin, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Rockstar Romance gelesen habe. Ich habe es geliebt, es war klasse und große Empfehlung tatsächlich. Auch wenn ihr nicht unbedingt gerne deutschsprachiges New Adult lest, also von Autoren aus dem deutschsprachigen Raum. Mona Kasten hat mich doch irgendwie überzeugt. Ich meine, von 3 Büchern haben mir 2 gefallen. Das ist ja schon eine gute Statistik, würde ich behaupten. Und ich bin sehr gespannt auf Fragile Heart. Müsste ich mir jetzt noch irgendwie besorgen? Vielleicht höre ich das auch als Hörbuch. Ich nutze ja momentan Storytel. Ich bin von BookBeat weg, weil ich da die Geschwindigkeit nicht mehr über 2 verlängern kann und die ja auch die Hörzeit limitiert haben, selbst beim größten Angebot. Das hat mich gestört, deswegen bin ich jetzt zu Storytel. Und ja, ich bin zufrieden. Es gibt da nicht ganz so viel Auswahl wie bei BookBeat, aber genug. Und Fragile Heart werde ich dann wahrscheinlich darüber lesen. Aber auch hier zu Lonely Heart gibt es auf jeden Fall eine Rezension auf TikTok, wie die anderen auch. Da könnt ihr euch mal gerne auf dem Account vorbeischauen. Ist wie immer in der Infobox verlinkt. Und ja, ich danke euch auch heute wieder fürs Zuschauen. Es ist ein bisschen kürzer das Video, aber somit bin ich jetzt durch mit den Lesemonaten auf dem aktuellen Stand. Und im Anfang Oktober kann ich euch dann über den September dann bin ich halt wieder aktuell. Ich freue mich riesig. Es fehlt mir jetzt tatsächlich noch ein Neuzugänge-Video für den August, was ich drehen muss. Aber ich hole so langsam auf. Und dadurch, dass ich halt allgemein nicht so viel gelesen habe die letzten Monate, bin ich froh, dass ich das so kombinieren konnte. In Zukunft wird es halt wieder pro Monat ein Video geben. Und dementsprechend kann es sein, dass ein Monat vielleicht kürzer ausfällt. Einfach. Ich mag es lieber, wenn es getrennt ist, grundsätzlich. Aber jetzt einfach, weil ich da auch jetzt nicht 100 Videos für 2 Bücher mache, also nicht für 2, 3 Bücher jedes Mal ein neues Video machen möchte. Ich möchte einfach so schnell wieder auf den aktuellen Stand kommen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen, freue mich wieder zurück zu sein. Und was ich noch unbedingt sagen möchte für alle, die noch dran geblieben sind, danke, dass ihr dran geblieben seid. Und vor allem, unter meinem ersten Neuzugänge-Video, ich glaube, das war das Juni-Neuzugänge-Video. Nach 2 Monaten keine Videos. Eure Kommentare haben meinen Tag gemacht. Es waren so liebe Kommentare da und ich freue mich, dass ihr euch freut, dass ich zurück bin und ich freue mich auch zurück zu sein und ich freue mich auf den Austausch wieder mit euch. Ich habe es wirklich vermisst, aber es war einfach nicht machbar. Mein Kopf war nicht bereit dafür und jetzt bin ich froh, wieder zurück zu sein. Danke für eure Unterstützung, danke für alle, die geblieben sind. Danke und hallo für alle, die neu dazukommen. Ich freue mich über euch alle. Ich hoffe, wir finden wieder den Austausch und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher, das ich euch heute vorgestellt habe, schon gelesen habt und wie ihr es fandet. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei meinem nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!